Ach, du hattest auch gefragt, wofür wir eigentlich Carbonplatten brauchen. Meintest du ja, bräuchte man gar nicht mehr. Boah, na, da wollte ich irgendwas draus machen. Irgendwas. Weiß es gerade nicht. Braucht man von Gliderwing. Ach du heilige Scheiße. Was? Das ist viel zu craften. Ich glaube, ihr habt das Rezept schon mal gesehen. Ich glaube, das macht, werden wir dann außerhalb der Aufnahme machen, oder? Das Iridium Reinforced Plate. Ja. Könnte ich eigentlich herstellen, also Das das Problem ist halt könnte einfach ich. nur wieder die Tungstenplatten. Ich würde sagen, dann schauen wir auch gleich mal, dass wir ja nicht mal hier den Blast Furnace noch komplett geupdatet kriegen. Ja. Weil es gibt noch eine Stufe, die wir noch vom Gehäuse erreichen können. Und das ist die Stufe Chrom. Brauchen wir halt noch einiges an Chrom, aber sagen wir es so, wäre halt besser, wenn wir den schon mal haben. Weil wir damit endlich mal an Tanzen kommen würden. Chrom können wir ja auch noch produzieren, indem wir halt einfach Rubidust haben wir noch einiges. Du so brauchst Flint. Ja, bin gerade dabei, ich habe geholt. So, Industrial TNT habe ich. Und was fehlt dem? Na, Wörterlei. Ah ja, die ISO dürfte ja auch schon voll sein, Job. Ja, die ist schon lang voll. Ich hatte mir überlegt, ob wenn ich die ISO statt für den Grinder, für den Miner, hier für die Energieversorgung benutzen sollten. Könnte man machen. Weil, wenn wir demnächst hier das Dragon Egg Energy davon aufstellen werden, glaube ich nicht, dass wir mit der CSU weit kommen. Habe ich auch so das Gefühl. Ich glaube, die wird schneller Bumm machen, als sagen kann, hallo, hier ist Strom. Hallo, Bumm. So ungefähr. Jetzt kommt der Schmutz wieder. Können wir das nicht? Ich frage mich immer, wie der Fortschimmer gemacht wird von IC2. Ich glaube, der ist aber disabled, oder? Keine Ahnung. Side Bending. Er ist gerade in Benutzung. Ah, Red Alloy. Ich hasse Red Alloy. Ja, nicht nur du. Oh, wir können sogar in den Kopf, können wir einen Solargenerator einbauen. Ja, das weiß ich. Das wusste ich noch gar nicht. Aber irgendwie bei den Schuhen einstellen, dass der den einen Block hochlaufen soll. War bei den Schuhen ein, dass er einen Block hochlaufen soll. Das war bei den Leggings, das war Uphill Step Assistant. Assist. Ah. Ah, braucht man noch mehr. Was war da jetzt, haben wir vorhin mal gebraucht? Kinetik.
Kinetik. Ah, oh, Control Circuit. Was sind denn so viel? Da. Really getting tired of your shit, Greg. Denkst immer, du hast was Gutes gefunden und dann kommt so ein Greg von der Seite. Nope. Nein, sicher nicht. Nein, 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 das wäre zu einfach. Das wollen wir ja nicht. Weißt du, es ist immer so, als ob du auf einer, über, vor einer Schlucht stehen würdest und vor dir ist eine Brücke. Da kommt Greg vorbei. Nee, 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 nicht da entlang. Ganz genau. Ich würde echt gerne mal hoffen, dass ich Greg möglicherweise mal auf der Gamescom treffe. Könnte ich mir vorstellen, dass er da rumguckt. Weißt du denn, wie er aussieht? Das ist das Problem. Kommt ihr eigentlich zur Gamescom? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt ja auch schon mitbekommen, dass ihr langsam auch schon ziemlich fleißig am Kommentare schreiben seid. Und ich habe auch mitbekommen, dass euch die Survival Games Runde ziemlich gefallen hat, wie. Und sie soll jetzt sehen, wie ich auf die Fresse bekomme. Dankeschön. Hast du die Runde eigentlich schon gesehen? Nee, muss ich mir anschauen. Drei Runden, dreimal instant auf die Fresse bekommen. Wir hatten keinen einzigen Kill, glaube ich. Ja, ein schönes Abendprogramm für mich. Ach. Nee, weißt du? Das Beste war ja immer noch die in der ersten Runde. Ja gut, wir haben was zu essen, wir haben ein bisschen Rüstung, wir haben eine Waffe. Wir könnten was reißen. Guck mal, wir sind zu zweit, da ist einer. Er war 2-Hit, ich war 1-Hit. Ja. Die letzte Aufnahme war noch die beste. Das war hier auf dieser Endmap. Ich denke nur, okay, da ist einer, der hat so gut wie gar nichts, den können wir kriegen. Den schlagen wir einmal, der haut ab, der springt über so ein paar Eisblöcke. Ich denke nur, okay. Wenn er darüber locker drüber springen kann, kann ich das auch. Was mache ich? Ich komme noch nicht mal auf den ersten Eisblock und fall einfach mal ganz schnell in die Leere. Da applaudiere ich gerne, ne? Weiß ich doch. Das weiß ich doch immer. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Können wir den Gleiter übrigens nicht mehr machen? Glider Ring. Ring, Ring. Glider Ring. Wir brauchen zwei. Ich unterbreche hier mal ganz kurz die. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Ich habe gerade erfahren, dass es bei mir gleich Essen gibt und wir werden daher deswegen nachher noch ein bisschen aufnehmen. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also nutzen wir die auch nochmal, konnten noch eine Folge zu Ende kriegen. So. Sehr schön, der Glider ist damit jetzt auch fertig. Normalerweise sollte der ja keinen Strom verbrauchen, logischerweise, ne? Ja, braucht er auch nicht. Okay. Ah, okay, ja. Sollte ich jetzt nicht irgendwie so ein bisschen gleiten oder so? Keine Ahnung. Hast du die Controls an? Ist das aktiviert? Sonst könnte ich ja nicht. Würde ich ja nicht nochmal so sprinten und so. Oder war das jetzt nochmal die spezielle für den Glider? War Shift, soweit ich weiß. War das Shift? Ja, okay, okay, okay.
Gut, das Jetpack machen wir dann, wie gesagt, außerhalb der Aufnahme. Brauchen auf jeden Fall noch in allen Advanced Plating. Und ich würde vielleicht sogar noch so weit gehen, einfach in jedes Teil noch eine Batterie einbauen, dass der Stromverbrauch davon so gut wie null ist. Ja, du musst auch mit dran denken, dass das umso schwerer wird, ne? Der wird schon mit meinen Schuhen 11 Kilo. Wie viel wiege ich eigentlich gerade? Da sind 16 drin. 0, 0, 0. Ah, kann ich ja noch mal reduzieren. Ah, tatsächlich auch voll. Wie wir immer mehr zum Power Ranger oder zum Astronauten werden, ne? Ja. Ich glaube, den Helm ziehe ich jetzt auch schon aus und tschüss, das. Man konnte aber die ganze Zeit noch mal ausschalten, soweit ich das noch weiß. Ah. Oder? Dürfte jetzt auch komplett ohne Power Armor sein, oder? Irgendwie schaffst du es immer wieder. Ach, schon wieder? Ja. Jetzt? Nein. Jetzt. Gott. Das kriegen wir noch hin in diesem Let's Play. Die Staffel geht noch lange. Sah gerade einfach nur aus, als wäre dein Kopf komplett aufgeschwollen. Brauchst du gerade hier den beide Crafting Terminals? Ja. Weil ich würde gerne mal ein paar Advanced Platings machen. Warte mal kurz. Ich mache hier ganz schnell den Compressed Coilball weg und so, ne? Geht das klar? Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Zinnplatten. Ist durch. Jetzt ist da wieder ein Rattler, Leute. Ah, ich könnte kotzen. Ich habe mal den Auftrag gelöscht. Es läuft weiter trotzdem durch. Ja, Da ja. hattest du dann bestellt. Da hattest du dann bestellt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ach so, die Ore-Washing Plant. Ja. Ist die kompatibel mit ME, also Applied Energistics? Sollte. Wieso? Ja, weil ich dachte, das wäre eine Gregtech-Maschine. Christian, das ist IC2, das ist Greg, da gibt's nur ein Add-on zu IC2. Ja. Ich habe nicht versucht, das Conveyor-Modul drauf zu packen. Aber es hat nicht funktioniert. Aber weißt du was? Was? Washing Plant. Da ist der Mülleimer. Und tschüss. Warum? Wir brauchen die nicht mehr. Na toll. Weißt du, so würde ich die nicht mehr brauchen? Warum? Weil die jetzt größtenteils über Mechanismen verarbeitet werden oder mittlerweile über den Grinder. Und das kommt dann einfach nur in das
einen Universal Masturbator oder einen Rock Crusher und bla. Okay. Ich schmeiß mal wieder ein paar Rubine nach. Dass wir diesmal bearbeitet kriegen. Und dann weiß ich auch wieder, was ich nochmal machen könnte. Ich könnte mal schnell nach oben. So, und was mir schon nochmal aufgefallen ist, wir sollten uns vielleicht mal an eine weitere Maschine von Gregtek. Kannst du das, glaube ich, schon mal wiederholen? Ich glaube, das kam bei mir jetzt gerade nicht so gut in der Aufnahme an, weil du ein bisschen geleckt hast. Ja, wir wollten auf jeden Fall mal mit einer weiteren Maschine mal den Verbrauch von uns ein bisschen verringern. Welche? Warum sucht man es, erfindet man dann? Du meinst den Stromverbrauch, ne? Nein. Oder wann meinst du denn dann? Den Plattenverbrauch. Ach so, den Translocator oder was das war. Oder der Electric Crafting Table? Mein Gott, ich weiß, was du meinst. Das weiß ich, wie es mir geht. Das war ein Translocator. Ne? War das der? Ich glaube zumindestens. Ach, das war der Extruder oder wie der auch heißt? Ach so, du meinst die Platten. Ich dachte jetzt die AE-Platten. Nein. Ja, das ist der Extruder. Könnten wir uns mal dran setzen? Was? Was denn? Das Rezept meinst du? Ja. Das Schwierigste finde ich ist ja der Control Circuit. Control Circuit geht. Ja. Alles nie. Andere. Die Chrome können wir leicht herstellen. Da hat man einfach nur 4 Nickel und ein Chrom in der Maloismelter. Und Titan haben wir eh noch en masse. Diamond Sawblade können wir vielleicht sogar noch einer haben. Nö. Ich hoffe, das war der Extrude. Halt. Oh, wo der halt die Platten rauspresst. Ja, ja. Okay. Hier mit der Extruder Shape Plate und so, ne? Ja. Ja, das war die. Das ist eigentlich kein Problem. Weißt du was? Jetzt setz mich da schon mal ran. Okay. Gut, Titanium. Da brauchen wir eine. Der Titanium hier, das war die Mold Gear. Wenn wir das nicht mit dem Plattenmesser regeln. Weil dann entstehen nämlich keine Dense Plate aus Versehen mehr. Ist der Leuchtmeter gerade im Einsatz? Nein. Perfekt. Gut. Jetzt bist du doch da dran. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Diamond Sawblade, brauchen wir erstmal Diamond Dust, dann das konnten wir einfach mit dem Dia Crusher war das meine ich machen. Jo, und jetzt einfach hier Small Pile of Diamond Dust. Cobalt, Breast Dust war Breast Dust, Sado und Cobalt. Konnte man den Barren an sich auch schon irgendwie machen?
Ne, ging nur darüber. Okay, 30 Minuten später ist alles fertig. Was? Das dauert jetzt bei mir ein bisschen, bis ich die Iridium Reinforced Plate habe, oder wie die auch heißt. Okay. Ich weiß schon, wie bei mir der Tisch gedeckt wird. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal. Mache ich offscreen schon mal den Dust fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, tschö.